Hawk wanting to play early game. Nemesis now quite out. Nemesis actually took us way too far forward, and the flash in from Inspired on his signature champion. He gets first blood and he's looking for second. He's caught underneath the tower there and he's gonna fall. Origin is kind of that they're like the team plating, you know? If their comp wants to scale, they will just scale, they'll never fight you, right? Rogue in 2020 so far, they've shown growth, they've shown resilience, and they've been cementing themselves as a clear contender for the title. The Inferno, he's doing too much damage, but Upset, he's trying to find the miracle cube. Maybe the Dreams is first. Now Upset can turn this to shift back in. They have solid players all around, so their mid and top are good. Like Pin might, you know, he might in sometimes. But just from the team strength, they do play aggressively. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu LEC bei Summon Us In und ja, mit dem nächsten Match Origin gegen Rogue. Ihr habt es gerade in dem wunderbaren kleinen Trailer schon gesehen. Match, was auf Augenhöhe stattfinden sollte. Und Ice, du hast eben schon gesagt, das könnte auch ein sehr, sehr langes Match werden. Warum? Ich meine, Origin ist ja dafür bekannt, dass sie die Spiele nicht unbedingt kurz ziehen, dass sie sehr gerne auf Hyperscaling setzen. Sie haben mittlerweile gezeigt, dass sie nicht nur im Split-Push spielen können, sondern auch im Team sehr, sehr gut, also auch im Teamfight dort sehr gut agieren können. Allerdings auch da ganz gerne mal auf Scaling-Faktoren setzen. Rogue, finde ich, vom Spielstil sind ein bisschen adaptiver. Ich glaube aber, es ist schwer, wenn du halt jetzt kein klar Early-Game-Aggressive-Team bist, es ist super schwierig, einen Origin zu überwinden, weil sie halt schon sehr, sehr gut darin sind, quasi auch diese Scaling-Barrieren zu erreichen und quasi genau ihre Power-Spikes abzuwarten und dann auch die richtigen Spots für die Teamfight zu suchen. Ja, Rogue ist aber auch ein Team, was schon gezeigt hat, dass sie sehr aggressiv, sehr Early-Game-orientiert spielen können, wenn sie das wollen. Hans Hammer auch im letzten Split immer wieder gesagt, na, er will endlich zeigen, was er kann. So, er will endlich zeigen, dass Rogue und er vor allen Dingen auch wieder zu dieser Top-Riege gehören an Spielern und an Teams. Glaubst du, in diesem Split ist das für Rogue möglich? Ja, auf jeden Fall mehr als im letzten Split. Also ich denke, sie sind ein Team mit starken Einzelspielern und im letzten Split hatten sie hier und da noch schlechteres Decision-Making. Man wusste, was es werden kann, aber es war jetzt nicht immer so richtig gut. Und das haben sie verbessert. Aber man hat auch gesehen, wo die Grenzen liegen. Gegen G2 verloren, gegen Mad Lions verloren. Und das gegen Origin ist jetzt, glaube ich, ein guter Test, um zu zeigen, ob sie wirklich ein Top-Team sind. Ja, wir werden sehen, Origin sogar aktuell etwas niedriger positioniert als Rogue, haben, glaube ich, einen Sieg weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Ist heute der Tag, wo vielleicht der Ausgleich kommt, Ice, oder ist es wirklich so, dass Rogue in besserer Form ist? Ja, das ist jetzt immer schwierig zu sagen. Also, wie sollen wir denn vorher sagen, ob heute ein guter oder schlechter Tag für die Teams ist? Welches Team findest du denn aktuell stärker? So, ich bin da eher der Origin-Fan, weil sie halt einfach, finde ich, mit konstanteren Leistungen bisher für sich so ein bisschen prahlen können. Allerdings, wie gesagt, Tagesform spielt eine gute Rolle. Morgen können wir sagen, ja gut, das Wochenende sieht jetzt nicht so gut aus bisher für Rogue oder für Origin. Die haben jetzt schon wieder Morinach. Nee. Okay, gut. Das kam jetzt einfach so durch. Aber generell so würde ich da jetzt nichts drauf geben. Also ich glaube, das ist auch so ein Duell, was jetzt auf Augenhöhe stattfindet. Ich würde aber so aus meiner Perspektive Origin so einen kleinen Ticken mehr zu sprechen. Ja, wir springen in den Champ Select und dann kann Eis auch endlich mehr dazu sagen, welches Team er stärker findet. Gib ihm. So. Jawohl. So sieht es nämlich aus. Rogue gegen Origin. Oh, einer. Ah. Mal sehen, was am Ende die Picks werden, weil das ist natürlich das, was entscheidend ist. Ihr habt schon angesprochen, Scaling, definitiv bei Origin eine Option. Kayle wäre da wieder so ein Pick, der definitiv machbar wäre, gerade wegen der Red Side. Vorher sehen wir aber erstmal wieder die Buns. Genau, gerade Xerx ist ja auch jemand, der sich momentan so ein bisschen auf die Support-Position quasi besinnt hat. Also er spielt von Ivan über Seth zum Beispiel, den er auch sehr unterstützend bisher fürs Team gespielt hat, ziemlich viel und ist auch immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin auch, muss ich sagen, seit Xerxe in der LCS damals unterwegs war und mittlerweile in der LEC ein ganz großer Fan, weil er ist so jemand, der auch immer selber nach innovativen Picks sucht, um die halt irgendwie im Jungle wirklich möglich zu spielen aussehen zu lassen. Ich finde, Xerxe sticht immer nicht so hart heraus, was so sein Auftreten angeht, aber dadurch, dass er halt immer so viel an Champions gespielt hat, war er halt schon immer sehr wichtig als Spieler an sich und ist halt auch immer unter den guten Teams oder in den Top-Teams dabei gewesen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall hier die kompletten Buns, als letztes nochmal ein Aphelios, der rausgenommen wird. Also die AD-Carries sind immer noch so die Charaktere, die hier am ehesten mit rausgenommen werden, wobei wieder eine Syndra offen bleiben würde. Merkst du aber auch, also wenn wir schon direkt jetzt auf den Nerf von Syndra zu sprechen kommen, letzte Woche 100% Pick-Bann Syndra, sofort, also ja, 100% Bann sogar als Pick, ja. Es ist gar nicht durchgekommen. Diese Woche nimmt man da schon aufgrund des Nerfs sich ein bisschen zurück, also genau das, was ich auch so ein bisschen erwartet habe. Sie wurde schon ganz gut angepasst durch die Nerf, also das war eine, muss ich auch dazu sagen, der wenigen guten Anpassungen, die in den letzten Patches stattgefunden haben. Das Unangenehme an Syndra, wenn man die offen lässt, ist eben dieser Flex-Aspekt. Mit dem muss man sich dann wohl oder übel abfinden. Aber haben sich hier eher entschieden, auf den AD-Carry-Pool zu gehen, Origin.
Ja, Orianna ist da so eine Antwort, die wir oft gesehen haben gegen Syndra. Ja, ist aber... Da beide nicht so viel. So, ist ein Kackmatchup für Ori. Ist wirklich nicht schön zu spielen. Musst du durch, aber Ori ist halt rundum trotzdem solid. Also du wirst keine Pressure bekommen in dem Matchup, aber du kannst es zumindest so ein bisschen halten. Das ist das Schöne. Ash finde ich auch cool. Ist heute schon das zweite Mal oder das dritte Mal? Nee, das zweite Mal, glaube ich, dass sie jetzt gepickt wird. Ist auch eine coole Antwort auf die ganzen Immobilien-Carries, die momentan viel gespielt werden. Davon sehen wir ja wirklich sehr, sehr viele. Und dann einen AD-Carry jetzt mit so viel Utility mit reinzubringen, finde ich auch keine schlechte Variante. Es gibt vor allem Upset auch mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, indem er diese Engages finden kann. Und sie spielen ja sehr viel um Upset herum. Also von ihm hängt tatsächlich sehr viel ab. Und ich denke, wenn er da einen Pick hat, mit dem er Engages über den Arrow finden kann, dann ist das schon eine sehr gute Sache für Origin. Ja, Ashe da auf jeden Fall immer nützlicher Charakter, ähnlich wie bei Varus. Selbst wenn sie jetzt nicht mega gut ins Game kommt, hat sie halt eben die Eröffnung über die Ultimate. Gerade in Korea haben wir das oft gesehen. Nautilus und Syndra wieder auf der Botlane, wie es aussieht. Und in der Mitte in Asi, dadurch hat man sogar nochmal guten DPS. Und wir haben eben gerade ja bei Reckless gesehen, Syndra kann ja auch ganz einfach mal den MVP fürs Game geben. Also insofern... Definitiv starke Picks, die Heroic bisher bekommen hat. Sind sie in der Lage, schon früh was zu machen mit der Syndra? Ja, ganz wichtig ist hier der Tahm Kench-Pick, finde ich, weil du hast Ashe als immobilen Carry und du hast Syndra, Azir, Nautilus, die allesamt nur darauf gehen werden, diese Ashe aus dem Spiel zu nehmen. Also hier kannst du Tahm Kench schon fast nicht vermeiden als Pick. Aber bisher fehlt ihnen ja aber so ein bisschen die Option, im Late-Game an den Azir ranzukommen. Also da ist auch Ashe irgendwo durch ihre Reichweite limitiert, da müssen sie sich noch ein bisschen was einfallen lassen. Das, was jetzt cool wäre, wäre für Origin nochmal so ein richtiger Hard-Engage-Champion. Also einer, der auch schwierig für eine Syndra zum Beispiel zu blocken ist. Die ist ja immer so ein bisschen auf ihr Scattered Weak angewiesen, also auf ihren E-Spell. Und da, also ich sehe natürlich auch Malphite immer so ganz gerne als Champion, aber den kannst du jetzt nicht blind hier reinpicken. Ansonsten kriegst du halt so ein Losing-Matchup vor den Latz gedonnert. Das wäre nicht schön, deshalb für Origin jetzt erstmal wichtig, den Jungler damit ins Spiel zu bringen. Gragas wäre zum Beispiel noch offen eine Option. Hm? Das gefühlt auch immer ein guter Allrounder, ne? Bringt nochmal Engage oder Disengage mit, je nachdem, wie man ihn spielen möchte, auch nochmal AP-Damage. Wobei das bei Rogue natürlich nicht mehr der Fall sein darf. Rogue wird wieder einen AD-Jungler brauchen, deswegen hier auch der Olaf-Bann wieder sehr nachvollziehbar. Was bleibt für Sie da jetzt übrig? Sind Sie ein Team, was auch einen Nocturne spielen kann, oder wird es vielleicht eher sowas wie ein Lee Sin oder ein Graves? Ein Nocturne ist hier, glaube ich, schwierig durchzubringen. Der war wohl auch eher die Ausnahme, leider. Hat einen Buff bekommen, das darf man auch nicht vergessen. Der Buff war sogar gar nicht so klein. Also Sustain im Jungle hat er damit richtig gut bekommen. Und auch nochmal einen ordentlichen Clear-Speed-Buff oben rauf. Also der Passive Proc macht da einiges aus. Stimmt, Z wäre auch noch eine sehr gute Option für Origin gewesen. Jetzt hier mit rausgenommen. Gangbang. Ist blind, gefällt mir trotzdem. Wie gesagt, ich hätte gerne irgendwas, um diese Immobilität von so Botlanern zu punishen. Und Syndra hat gegen Gangplank Ultimates, gegen das Zoning hat sich schon ganz große Probleme. Also sie haben jetzt quasi die Möglichkeiten, selber die Eröffnung zu finden, gleichzeitig aber auch mit dem Tahm Kench und über die Ashe sehr gut zurückzukiten. Also bisher sieht da Origins Team-Kombo sehr flexibel, sehr scaling-lastig aus. Und sie haben trotzdem Möglichkeiten, das Game weit zu storen. Sie haben über die Volley, über die Barrels, über die Orianna, sie haben sehr viel Wave-Clear. Also es ist genau das, was bei Origin so ein bisschen zu erwarten war. Und gerade Alfari ist einer der Spieler, für den man auch mal blind picken kann, weil selbst wenn er ein schlechtes Matchup hat, in der Regel schafft das trotzdem, sich diese Ressourcen zu erspielen und relativ sicher zu stehen. Wukong inzwischen gepickt worden, oft auf der Botlane war er zu sehen. Ist aber auch ein Pick, den wir durchaus Jungle oder Toplane sehen können. Wurde auch gereworked. Ice, was genau wurde an ihm verändert für die Leute, die ihn vielleicht bisher noch nicht gesehen haben? Theoretisch eine ganze Menge, nur der W wurde komplett überarbeitet. Also es war ein komplettes Rework. Der W überarbeitet, dupliziert jetzt so seine Spells. Die Ultimate kannst du zweimal einsetzen, macht dafür nicht mehr ganz so viel Schaden, hält nicht mehr ganz so lange an. Aber der CC ist ja wirklich der Hauptfaktor. Vor allem dadurch, dass du zweimal diesen Knockup ausnutzen kannst. Das macht schon einiges her. Ja, Trundle, eher der defensive Jungle-Pick für die aktuelle Meta, ist sehr zurückgekommen in die Meta. Ich bin nicht der größte Fan von, hier kann man aber nochmal für argumentieren, dieser Pillar ist für drei immobile Carries schon ein sehr großes Hindernis. Und dahingehend passt Trundle hier sehr, sehr gut rein. Ja, und da kommt der Gragas, den hast du vorhin schon angesprochen, ganz kurz, gefällt mir auch gut. Ist halt diese Engage-Variante nochmal, die du auch gleichzeitig als Disengage einsetzen kannst, ist ein cooler Playmaker. Also ich muss sagen, Origin hat, glaube ich, genau das bekommen, was sie wollten. Das passt für sie perfekt rein. Ich glaube aber auch, Rogue steht nicht schlecht da. Also sie haben jetzt auch die Tools, zum Beispiel an den Azir ranzukommen. Ja, mal sehen, ob es dann in-game reicht. Wem gibt dir das Ganze? Eis, du wolltest dir abwarten, bis du deine Entscheidung triffst? Also die Sache ist, der Azir, der Gragas reicht mir einfach nicht, um da ranzukommen. Das ist natürlich die Frage, wie sie jetzt da mit dem Cleanse arbeiten und mit dem Ash Arrow später. Ich muss sagen, ich würde es tatsächlich, glaube ich, Rogue geben. Die gefallen mir ein Stück besser auch im Late-Game hinten raus. Und mit dem Wukong, mit dem Azir haben die halt auch richtig gute Zone-Kontrolle. Ich tendiere hier eher zu Origin und würde denken, dass Upset vielleicht heute ein starkes Spiel absolviert. Ja, ich tendiere immer zu unseren Castern. Vor allen Dingen tendiere ich natürlich zu der Meinung. Deswegen würde ich einfach gern von Musiting und Mori wissen, von den M&Ms. Wer macht dieses Game? Ja, und was soll ich großartig hier um den heißen Brei rumreden? Ich leite einfach mal die Frage direkt weiter an den Experten.
Also ich denke, beide Drafts sind sehr ausgeglichen. Ich finde, beide haben eine sehr schöne Comp, wo wir hier den Fokus sehen bei Origin eher auf eine Catch-Comp mit Ash Arrow und dann halt eher routiniert, also die Backline mit der Gangplank-Ult quasi zu slowen, während wir auf der Seite von Rogue halt so eine kleine Flank-Comp haben mit Front-to-Back. Die haben den Pillar generell und zwar primär dafür, dass der Tahm Kench geslowt wird, die Ashe sicherlich auch, aber primär der Tahm Kench und dann halt über die Soldiers langsam Damage gemacht wird. Es ist dabei jeweils wichtig, dass sie zuerst Prio holen, damit sie dann die Vision aufbauen und quasi so Flank-TP-Wards geben an Finn im späteren Spielverlauf. Ja, da sehen wir natürlich, das ist die Theorie, wie man es spielt. Also du sagst, ähnlich wie unsere Analyse-Ecke, ausgeglichen das Ganze. Ja. Je nachdem, wie sie kommen spielen. Sehr diplomatisch natürlich. Das heißt, ja, beide Analysten haben ein Stück weit recht. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine, Scaling ist auch in beiden Teams durchaus gegeben. Es könnte sein, dass sie hier Topside invaden wollen und dann halt den Red klauen wollen. Eventuell sogar die Map auf Topside splitten. Ja, okay. Sehen auf jeden Fall hier erstmal den Ward. Der wird auch direkt geklärt. Invade findet trotzdem statt. Ja, man hat sogar Vendor noch gesehen. Dass sie wissen, dass er sich auf Topside befindet. Wird dann auch für Xerxes ein leichtes sein, dass er quasi die Map splitten wird. Ja, und jetzt aber trotzdem, man hat Vendor gesehen und lässt sich dann so ankern von Nuke Duck. Darf nicht passieren hier. Also ist ein absolutes No-Go. Wird auch die, also die Lane komplett verändern, dadurch, dass er jetzt keine Potions mehr hat. Er wird das nicht sustainen können. Gegen Asion wird sicherlich nochmal basen müssen, auch wenn er Cookies hat. Ja, er will natürlich jetzt nicht direkt mit Level 1 basen, deswegen, ja, der erste Kick ist halt auch nochmal da. Oh, wir haben jetzt, Finn hat ein kleines Problem hier gehabt, und zwar er hat auf dem ersten Level quasi, er wollte fast pushen, konnte es aber nicht so schnell. Deswegen wird, wenn Trundle hier eigentlich nach, also deswegen haben sie, glaube ich, auch den Map-Split geforst, weil Wukong halt early Probleme hat gegen Gangplank. Denn Gangplank kann den easy raustraden, wenn er aggressive spielt. Das kennt man auch von Bippo, das macht er auch sehr gerne. So kann er die Wave easy in der Mitte halten und quasi wird nicht rausgepokt. Denn Gangplank kann nicht so einfach nach vorne gehen und aggressive spielen, wenn sie die Map gesplittet haben. Ja, Thema Map Split, um das nochmal zu erklären. Ja, wir sehen ja Gragas im Gegner-Jungle, Inspired gerade noch im Gegner-Jungle gewesen. Also statt einfach die durch den River wird das Ganze durch die Midlane gesplittet. Sieht man nach solchen Invades sehr, sehr häufig. Heißt natürlich Inspired eben auf der Toplane und dann eben wie von dir angesprochen für Finn deutlich leichter. Bei Xerxes eher reaktiv, sieht man aber hin und wieder auch, wenn man die Botlane in Action bringen möchte und entsprechend natürlich auch, ja, man sieht es, Upset und Destiny, diejenigen, die die Pressure haben, weil man ja Xerxes respektieren muss auf Seiten von Rogue. Genau, man kann quasi gar nicht mehr aggressive spielen auf Botzeit, muss sozusagen zurücknehmen, zurückstecken und hier, Nuke Duck ist echt ja, am Limit, er weiß genau, wie viel er nehmen kann, aber wir sehen schon, in dem frühen Spielverlauf bereits doppelt so viel CS hinten, das ist hart. Weil jetzt wird die Wave nämlich auch wieder zurückpushen und das heißt, er verliert hier nochmal CS. Oh, er kann TPen, wenigstens etwas. Ja, das können sie beide. Also er setzt auch direkt den TP ein, das wird Larsen natürlich auch machen, aber mit deutlich mehr Gold eben zurück. Sehen es hier. Beide mit Dorans Ring, auf der einen Seite noch Darkseer, auf der anderen Seite Cropping pushen und das Feenamulett, wie es so schön auf Deutsch heißt. Sehr schön gesagt. Ja. Und der, das andere auf Deutsch, verderbter Trank. Okay. Ich denke, hier der Fokus von Rogue wird doch sein, dass sie wollen auf Botside nur scalen. Sie wollen da nicht wirklich viel machen. Sie wollen Vendor Richtung Mitte schicken und dann halt die Ori unter Druck setzen, dass sie nicht gut ins Game findet und dann quasi jeweils immer Azir früh im Spiel schon ahead haben. Ich finde es sehr gut, dass Xerxes hier seine Aufgabe ausfüllt. Er muss nämlich jeweils auch wieder nur die Lanes unterstützen, da sein und schützen. Ja, Thema Schützen. Dieser Ward schützt auch, ja, und zwar vor Inspired, den man jetzt gesehen hat. Entsprechend, ja, allein durchs Movement weiß wahrscheinlich Inspired schon, okay, ja, alles klar, ich wurde gesehen. Gibt aber auch gegen eine Tahm Kench Lane nicht so viel zu machen. Wobei, ja, du hast angesprochen, der Pillar eben mit dem Slow sehr, sehr effektiv, weil, ja klar, der kann den Carry fressen und will dann weglaufen, aber ja, wenn da Eisberg ist, dann kannst du da deutlich langsamer weglaufen. Deswegen fokust man in dem Match auch den Tahm Kench. Also für alle Nautilus-Spieler draußen, wenn ihr in dieser Lane, in diesem Szenario seid, wird eigentlich immer für den Tahm Kench gegangen. Da ist es sogar wichtiger, dass man da den Flash rausgezogen hat.
Aber generell auf Vorzeit werden sie nicht viel versuchen. Sie werden mehr versuchen, Richtung Mid zu gehen, die Orianna weiter zurück zu schicken. Also wenn sie quasi mal einen Chunk hinkriegen, dann ist es schon die halbe Miete. Ja, und sehen auch entsprechend da die Pressure. Es passiert auch nicht ganz so oft, dass du mit der Tam Kenchlane Pressure hast, tatsächlich. Hier eben auch jungle-technisch begründet, du hast es auch gerade gesagt. Ja. Ansonsten ist Tam Kenchlane mehr so, du gibst die Lane auf und willst einfach nur einen immobilen Carry ins Scaling bringen. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Genau. Von manchen auch beschrieben als Vertical Jungling. Ist vielleicht für den einen oder anderen so bekannt, ist ja der neuere, hippere Begriff dafür. Die alten Hasen werden es noch als Map-Split kennen oder verstehen. Wir sehen hier jetzt jeweils, Tamkench ist etwas zu spät auf dem Reset. Das heißt, Xerxes muss hier auch jeweils noch warten. Ja, aber beide Jungler jetzt schon im River und der Vorteil natürlich, Rogue hat die Pressure auf der Midlane mit Larsen, das darf man hier nicht vergessen. Toplane hat noch kein Level 6, ja, das wäre natürlich nochmal interessant, Alfari mit Ultimate jetzt Level 6 bekommen. Ja, wenn das auch zu spät auf dem Reset, das heißt, sie werden den Drake aufgeben, sie werden den nicht angreifen, also sie werden dann nicht traden oder wenn überhaupt werden sie gucken, dass sie erstmal wieder Vision aufbauen mit der Midpile zusammen. Also hier etwas komisch. Sie haben den Drake gestartet und jetzt nochmal resettet. Also hier könnte halt jeweils Xerxes ja auch nochmal gucken, dass der Predator Predator-Gank Richtung Midlane geht da rein mit der Ultimate. Will hier natürlich Alfari so ein bisschen rausbekommen, um ein bisschen Druck zu erzeugen. Aber ja, selbst von der Base kann Alfari natürlich mit der Ultimate arbeiten. So allerdings Finn nochmal sich freimachen, sich bewegen. Also ich glaube, hier wollte Finn einfach nur die Ultimate traden, weil jetzt in der Situation, in der nächsten Situation, forst Rogue auf der anderen Seite der Map den Blue, damit hier Alfari keine Möglichkeit hat zu unterstützen, aber er hat sie immer noch. Ja, der ist auch cool geblieben, hat nicht geflasht, gar nichts, wusste, okay, er hat keine Kill-Pressure, nicht mit den Items. Ja, Finn sich natürlich trotzdem in den Riverweg, nicht nur für den Ward, sondern auch einfach, um nicht zu sehen zu sein. Das heißt, du weißt nicht, okay, ist er Base gegangen, ist er jetzt durch den River, kommt er jetzt in den Midlane, geht er mit in den River. Also allein dieses Lane verlassen ist sehr unterschätzt. Ja. Das ist ja dieses angesprochene Hovern. Ja. Also hat ja einen ganz speziellen Begriff auch in der Pro-Szene. Zum Beispiel das, was der Nuke Duck jetzt gerade macht. Zum einen der Effekt, dass er Vision stellt auf Topside. Zum anderen, wir sehen, wo Kong muss zurückgehen. Er muss respekten. Im nächsten Schritt werden sie hier den Rift Herald vorbereiten. Wir sehen, Vendor Move bereits nach oben, das heißt, sie werden da traden. Sie wollen nicht für den Drake gehen, wollen hier zuerst am Rift Herald sein. Ja, Rift Herald natürlich immer in puncto Tempo entscheidend, wenn man sich hier einen Vorteil erarbeiten möchte. Hans-Sama pusht ja auch nochmal die Wave, beide Carries bleiben unten. Theoretisch hat man natürlich einen Vorteil mit einem mit so einem TP. Hans-Sama das allerdings noch auf Cooldown, das heißt, das ist hier nicht gegeben. Sie haben ihn gespottet. Man hat ihn gerade so gesehen. Ja, sie haben aber auch keine Vision geklärt. Also sie haben es leider komplett geskippt hier, den Schritt im River. Ja, zugunsten des Tempos, aber ich glaube, haben sie Xerxes Botside gesehen? Nee, sie haben den Reset gesehen, glaube ich. Auf den Raves. Das müsste das gewesen sein. Damit wissen sie eigentlich, also wissen sie dann, dass Xerxes Botside ist und sie für den Herald gehen können. Entsprechend können sie sich den Schritt mit Vision Clearen zugunsten des Tempos eben sparen. Heißt aber auch, ja, wir haben das Crossmap-Play von Origin, den Drachen. Das ist allerdings was Rogue entsprechend auch wissend eingegangen ist. Ja. Ich könnte mir hier jeweils vorstellen, dass sie den Rift Herald halt auf der Wukong-Lane benutzen oder auf der Midlane, um die Map zu öffnen. Jeweils entweder um den ersten Power-Spike für Azir zu garantieren oder halt um Wukong weiter ins Game reinzubringen. Wukong müsste auch dann demnächst basen, der wird so bei 2,8 oder 2,5k Gold sein jetzt. Ja. Er wird nämlich jetzt gleich wieder TP abhaben und dann wird man gucken, dass man... Der Ward gerade. Der macht Upset einiges zunichte. Mhm. Ist aber gerade nochmal ausgelaufen, sodass er dann selber wusste, dass er gesehen worden ist. Wenn da jetzt ein Scatter of the Week gekommen wäre. Schwierig, natürlich gerade gegen eine Syndra, die schon Level 7 hat, wohlgemerkt. Hätte ihn etwas Tempo gegeben, auf jeden Fall. Wir sehen hier, sie wollen einfach nur Richtung Mitte. Sie pingen es bereits. Sie werden auch, wie bei Fnatic vorhin in dem Spiel, die Botlane Prior jeweils verwenden, um Midlane für den Play zu gehen. Denn ja. Orianna wollen sie hier unten halten. Also gute Schätzung mit dem Wukong, ist jetzt bei 2,9 sogar. Ja. Also von daher, na, wie du schon gesagt hast, ist Base gegangen und resettet das Ganze. Spy sorgt hier nochmal ein bisschen für Sicht. Ja? Wir haben es Tiamat
Damit ist es deutlich angenehmer für ihn, die Lane auch schnell zu pushen, ja, Wave Clear mit reinzubringen. Ja, bei ihm ist sowieso, er ist derjenige, der also auf der Topside Push braucht, um dann zu moven. GP kann einfach zurücksitzen. Oh, Harold, schön in der Mitte jetzt. Larsen ist da, Nuke Duck muss sich da zurückziehen, einfach weil die komplette Botlane mitrotiert ist. Und das heißt, man kriegt sogar First Turret in der Midlane und das ist ganz, ganz stark für Rogue. Ja, schönes Emote an der Stelle. Daumen hoch, First Blood Turret. Keine Chance für OG dagegen was zu machen, sie müssen es so hinnehmen. Und Nuke Duck ist... Oh, da geht sogar noch der Charge durch. Das tut weh. Das tut weh. Muss man so hinnehmen. Leider. Und wir sehen auch leider, also bei Xerxe bisher nicht so viel gelungen. Der hat den Predator. Er hätte sicherlich auf der Midlane einen Gank hingekriegt, aber bisher ist das Vision Game von Rogue einfach erste Sahne. Ja. In dem Moment stellt Finn untermalend den Ward noch in diesen Busch, ja, weil er wusste, dass der Fire sich dort aufhält. Ja, also First Turret und dann auch noch der Midlane Turret ist sehr, sehr wertvoll tatsächlich. Ne, für Azir natürlich immer auch immer doppelt, ja, weil der kann dann auch einen Passivturm stellen. Das heißt, man kann dann nochmal ein bisschen offensiver vorrücken. In der Phase vielleicht noch nicht, aber später wird sich das hier revanchieren. Insbesondere auch für Inspired, der, du hast es angesprochen, momentan deutlich aktiver ist als Xerxe. Jetzt allerdings der Arrow gedodged, Hanzama nicht getroffen vom Q. Und damit macht er hier alleine die Lane. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil von Syndra. Syndra ist halt Mage, das heißt, der Wave Clear hat Ludens ja auch schon fertig, hält so einen Wave auch alleine. Ja, ist immobil, muss ein bisschen defensiv stehen, aber wie man sieht, gelingt ihm das hier gegen beide Ultimates sehr gut. Da muss ich aber sagen, haben sie sich ein bisschen fragwürdig angestellt. Also natürlich will man da für einen Pick gehen, aber eigentlich hätten sie da erstmal warten sollen für die Tahmkench Ult. Die will man eigentlich kombinieren, wenn man den Arrow getroffen hat, dann garantiert reingehen. Also entweder man pullt den Flash oder man lässt das Play einfach sein. Ja, Inspired jetzt da, Blue Buff allerdings an Nuke Duck. Sehr schön. Er wird dieses Game wirklich sehr rausgenommen, also super Target hier von Rogue. Die machen quasi alles, legen alles daran, dass Orianna behind ist. Sehr schön. Boah, Gragas Ultimate sogar auch bekommen, einfach rausgezogen. Da hat er echt viel zu lange gewartet, der Xerxe. Und bisher, muss ich sagen, stimmt das mit 2v2 von Origin überhaupt nicht. Das Vision Game von Rogue ist halt absolut on point, dieses Game. Ja. Da ging gar nichts. Man sieht, wie Tiamat hier dieses Matchup komplett verschiebt. Plötzlich hat Finn halt die Pressure rein zu pushen, kriegt auch einiges an Platings. Alphal sucht trotzdem hier offensiv den Trade jetzt mit der Ultimate, ist auch im Level vorne. Finn hat allerdings auch noch Ultimate, darf man nicht vergessen, schafft es aber unter den Turm. Ja, wo Finn halt sich die Items holt zum Rauspushen, hat die jeweils Alphal sich die Items geholt zum Traden, und damit er ahead ist. Ja, Xerxe. Jetzt kommt der Dive, aber sofort der TP. Jetzt die Ultimate auch hier nochmal gegen Alphari. Der Knock-Up-Flash aufgefasst. Larsen ist da. First Blood jetzt. Und Larsen allerdings mit dem Return-Kill. Auch Hanzama kommt mit dazu. Und währenddessen, ja, Wender schaut da in die Röhre. Flash raus, ist da ganz alleine. Das war fragwürdiger TP von Hanzama. Denn jetzt ist die Botlane offen und sie können da eventuell für ein paar Platings gehen. Ich fand overall das Play von Finn sehr schön vorbereitet. Ich habe das gar nicht so erwartet. Ich hatte gedacht, er kann da nicht weiter dafür gehen, aber er kennt seine Limits und war wirklich bis zum letzten Schritt da. Sehr schön hier den Kill auf Larsen. Und das ist genau, was Rogue will. Wenn später Larsen ahead ist, so können sie das Game optimal spielen. Er geht hier direkt rein gegen Alphal. Der muss natürlich raus. Kriegt sogar auch die Turmschüsse ab. Darum ist Wukong so stark. Diese doppelten Ults, wo er schön Knockups placen kann. Oh, sehr schöner Support. Ja, Wender blockt er den Arrow, weil sonst der TP nicht durchgegangen wäre und er natürlich ein bisschen rüstiger aufgestellt ist. Drache jetzt auch von Rogue. Tempo-Vorteil, Origin's Botlane war resettet. Das nutzt man direkt aus. Bekommt diesen ersten Drachen für sie und es wird eine Cloud-Map. Sie mussten das Lane-Assignment verschieben und genau in diesem Moment hat Rogue wunderbar das Ganze erkannt, den Drake geholt, for free, mitgenommen. Super. Bis jetzt haben sie echt einen sehr guten Map-Read. Sie lesen das Game und sind immer einen Schritt voraus. Ja, und das wird auch tendenziell besser für sie. Also Azir mit Nashos hat halt auch einen harten Push. Also man sieht es halt jetzt auch. Allein der Tech-Speed gegen die Türme. Er ist die Schadensquelle, die man natürlich nach vorne bringen möchte. Allein
auch aus DPS-technischer Sicht. Syndra ist nice, hat Burst, AP-Schaden, aber Azir bringt halt später DPS für die Teamfights und natürlich auch für den Nash. Also das zeichnet die Comp aus von Rogue, so wie du es gerade gesagt hast, wenn er zwar Item Power Spike hat, dann hat man so 20 Sekunden am Nash, das nennt man Golden Timing. Syndra und Nautilus sind beide eigentlich nur dafür da, um zu turnen am Nash. Das heißt, dann will man halt wieder engagen, gucken, dass man Stun trifft, Scavenger the Weak muss perfekt hitten und dann Nautilus als Follow-up. Ja, also Larsen natürlich, aber Larsen für mich auch ein ganz, ganz starker Spieler, dem man auch gerne so eine Carry-Rolle einfach geben kann, was Rogue auch regelmäßig tut. Ja, sie wissen, was sie ihnen haben. Finn macht jetzt den Weg frei am Turm. Ja, wissen gerade, okay, wir sind hier im Cross-Map-Play. Wir holen uns den Herald auf der Top-Side. Xerx Bot-Side, das heißt, ja, auf der Weak-Side muss ich jetzt gerade aufpassen. Ja, sehr gut, dass er respektet. Auch sehr gut von Xerxe, dass er hier traden will überhaupt. Die Arrows sitzen heute gar nicht, egal wer die Ash spielt. Also leider, das ist nicht so schön. Ich finde es bis jetzt sehr gut, was Rogue hier macht. Zweiten Rift Herald geholt, holen sich auch Topside den nächsten. Finn will nochmal Zeit rausholen, jetzt wieder mit der Ultimate, Gangplank Ultimate allerdings auch jetzt gegen ihn. Finn kriegt zumindest nochmal eine Stopwatch und holt Zeit raus, denn in der Zwischenzeit ist Rogue jetzt dabei, oben zu pushen. Den Turret konnte er auf diese Weise sogar deffen. Wave ist weg jetzt. Genau. Denn das war das Ziel. Oh, und jetzt der Anker sogar nochmal die Ultimate. Und da ist der Burst, den du einfach mit der Syndra auch hast. Keine Chance für Upset. Mit Flash Up stirbt er hier. War ein bisschen geizig. Hier hat er gezogen. Flash wäre vielleicht richtig gewesen. Ja, sehr schönes Play hier von Rogue. Auf der einen Seite haben wir Origin, die dann einen Kill kriegen. Aber Rogue holen sich die Objectives noch oben drauf. Ja. Larsen jetzt auch nach unten gemoved. Hat gerade noch Alpha weg. TP'n sehen, also das TP hat man ja auch bekommen, sonst wäre er nicht weggekommen. Ja, Larsen hat natürlich noch versucht, da irgendwie mit einem Shuffle-Play, aber dafür geht es dann zu zügig. Ja, war etwas zu spät, aber durchaus auch in Ordnung. Also von Rogue-Seite, die können sich auch entspannen, können sich zurücklehnen, jetzt gerade Powerfarmen. Sie haben 2-Item-Power-Spike auf Azir bereits und auf dem nächsten Base werden sie auch den auf Syndra haben. Bis jetzt ist Origin halt immer noch komplett behind. Sie müssen so langsam für ein Play gehen, sie müssen um den Ash Arrow spielen. Also man muss dazu sagen, also wenn wir uns mal die Levelverteilung anschauen, Upset ist einfach 2 Level behind. Jetzt noch 1, aber so um den Dreh. Das heißt eigentlich schon fast, dass Rogue hier so gut wie immer mit Priority haben wird. Ja, ich meine, Hans Sama hat ja auch 4 Solo-XP bekommen, während Upset eben abgeholt worden ist. Ja, wir sehen das hier, Inspired und Vendor beide bereiten die Map vor, bereiten Botside vor. Sie werden sicherlich für den Botlane-Turret gehen. Nächste Midwave wird von Rogue gepusht. Das war jetzt ein Prime-Example für ein Shift-Play, wie man es in der LEC callt. Finn kommt von oben auf die Mitte. Sie holen sich den Mid-Turret, im nächsten Schritt auch noch den Bot-Turret. 2 Birds, 1 Stone. Ja, und den Vogel sehen wir jetzt, wie er schnell diesen Turm bearbeitet. Ja, Larsen 7700 Gold. Ja, entsprechend am Start, gibt nochmal 300 oben drauf für das Türmchen, für das Täubchen. Und das ist halt genau das, was wir gesagt haben in Naschas Zahn. Also generell natürlich auch der Vorteil, weil man ja, diesen Midlane, also jetzt ist das die Belohnung von dem guten Herald, den man hatte. Und man erntet jetzt quasi die Früchte, die man da gesät hat. Dieser zweite Charge, super wichtig, dass man diesen Turm da so schnell in der Mitte bekommen hat. Dadurch hast du einfach auch die kurzen Wege auf die Sidelanes, nämlich schneller als das verteidigende Team. Richtig. Also jetzt wird das halt jeweils so gespielt von Rogue-Seiten, sie wollen die Sidelane tief reinpushen, bis ungefähr zur T2, Richtung Mid, um dann halt im nächsten Schritt Midlane rauszupushen und dann halt Baron vorzubereiten. Jetzt sehen wir Finn etwas am Overstayen, also er sollte nach der Wave definitiv zurückgehen, dann Richtung Botside gehen und dann das Line-Assignment zu wechseln, dass Azir auf Top ist und Syndra Midlane übernimmt, denn entweder sie wollen jetzt um den Baron spielen oder sie holen sich den nächsten Break. Ja, Inspired ist schon dran. Er hat noch ein bisschen Zeit hier, also Wukong wird definitiv... Guck dir mal die Vision auch an, ne? Also wir sehen da wirklich 4 Control Wards im Bot-Side einfach von Rogue im River, beziehungsweise auch sehr offensiv schon im Jungle. Einfach ein Resultat, weil man diesen Midlane-Tier-2-Turm so früh bekommen hat, hast du einfach kompletten Zugriff schon auf diesen Jungle. Kannst die Wards entsprechend offensiv platzieren
Und alleine an Controllers kommt Origin halt nicht vorbei, ohne gesehen zu werden. Entsprechend hat Inspired den Drachen ziemlich for free. Also das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich einen Weakside Wukong sehen durfte. Und bisher bin ich bin nicht so überzeugt. Ich finde den CC sicherlich gut, aber normalerweise kann man da auch einen normalen Tank-Top-Laner wie Maokai oder Sion nehmen und der hätte genauso viel Impact. Bleibt mal abzuwarten, was er denn jetzt noch reißen kann in dem Game. Bisher habe ich noch nicht so viel davon gesehen. Und jetzt Trinity. Ja. So langsam kommt doch der Damage. Dann werden wir auch sehen, Teamfights. Shockwave jetzt einfach nur mal raus, lässt Larsen kalt. Sehr gut. Ah. Hat Tempo denied hier. Hat die CS denied, dass sie quasi nicht für den Turret gehen können. Ja, währenddessen Finn gegen Alfari. Wird natürlich auch nicht angenehmer für ihn. Alfari jetzt sogar zwei Level vorne. Ja, nee, das Matchup wird hier unspielbar sein. Gegenfängs geht also ja auch besser. Später wird es dann auch so aussehen, dass er quasi, er muss zusammen mit Inspired die Side tiefer rauspushen. Sie müssen ihn dazu zwingen, dass er respekten muss. Und dann halt, sie holen sich die Mid-Prio, sie bereiten die Flank-TP-Wards vor, damit er da hinten rein TPen kann und dann die Backline ja, hochwirft. Ich denke, das wird auch seine einzige Rolle sein, dieses Game. Ja. Die Lockups. Wir sehen allerdings auch schon die Konsequenz. Larsen übernimmt die Sidelane, einfach weil man jetzt die Prio am Nash haben möchte. Zum einen, zum anderen auch er hat ein TP und kann da deutlich besser matchen, als es das Finn kann. So gibt es Zeit für ihn zu resetten. Passt auch ganz gut. Botlane hatte man ja eh rausgepusht gehabt. Steht hier nochmal so einen schönen Turm. Auch das ist so unfair an Azir eigentlich. Dadurch hast du ein gewisses Maß an Sicherheit. Ja, wenn man hier einen Gank sucht, also wenn man das will, dann muss man erstmal warten, dass er seine Cooldowns raus hat, also dass er nicht einfach wieder wegjumpen kann. Sonst kann er ganz easy den Arrow avoiden und vor allen Dingen, wenn er hier den Turret stehen hat, dann kann man sowieso nicht für den Play gehen. Ja, dann kannst du auch noch für einen schönen Shuffle gehen, also hier mit der Wall darf man auch nicht unterschätzen. Hier allerdings gute Vision von Origin, man hat gesehen, dass Larsen sich hier zum Nash gezogen hat. Mit Ashe geht man dann nochmal auf Nummer sicher, Rogue muss es abbrechen. Aber man sieht halt auch tendenziell machbar, das Ganze zu zweit zu nehmen mit den DPS von Azir. So länger das Spiel geht, desto schneller geht es. Sie müssen halt jetzt aufpassen, dass sie müssen sich jeweils jedes Mal zurückziehen. Toplane Jungle komplett aufgeben. Vision Advantage komplett auf Rogue-Seiten. Und also so wird die Pressure auch in den nächsten 2 bis 3 Minuten weitergehen. Die werden jeweils immer schön den Nash kontrollieren und dafür sorgen, dass Origin kaum Ressourcen auf der Map kriegt. Keine Camps. Es gehört jetzt alles Rogue. Ja, sehen wir es ja jetzt auch schon gerade. Sammeln sich hier die Ressourcen. Finn wird die Botwave reinpushen. Vision ist auch da. Das heißt, ja, man weiß, dass Origin da gerade aktuell nichts machen kann. Werden hier auch gesehen. Oh, Hansama dichtet quasi ab. So möchte ich es nennen. Schöner Versuch. Sie wollen hier zu fünft das Ganze forcen. Groupen, damit sie die Vision überhaupt bekommen. Damit der Drake nicht for free ist. Der Baron, Entschuldigung. Und also jetzt jeweils weiterhin am Powerfarm. Also Rogue muss nicht viel machen. Sie können einfach zurückbleiben, sich zurücklehnen, warten, farmen. Vor allem auch super für Finn. Der hat quasi dadurch gerade Free Solo XP und Farmen natürlich bekommen. Was ihn wieder so ein bisschen besser rein ins Spiel bringt. Ja. Sie werden jetzt hier den zweiten Item Power Spike haben auf Ashe. Wird trotzdem noch sehr schwierig sein. Sie wird das ganze Game über behind sein. Genauso wie Nuke Duck hier, der schon sehr früh im Game eigentlich daran gestört wurde und gehindert wurde, überhaupt etwas zu machen, geschweige denn zu farmen. Das ist sehr, sehr schönes Play von Rogue, sehr gute Vision, Advantage early und eigentlich das ganze Game über. Also sie ziehen weiterhin die Maps sehr schön auf. Ja, bauen jetzt wieder Topside Vision auf, einfach weil du den Nash zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ignorieren kannst, auch wenn in einer Minute dann der Drache da ist. Scatter the Weak, Destiny weit vorne gesehen von Hansama. Aber natürlich zu offensiv geht's dann nicht, denn Upset ist dann ja irgendwo doch auch in der Nähe. Ja, sie müssen jetzt aufpassen. Wir sehen auch, sie haben 3 Blue Orbs, Blue Trinkets im Inventar. Sie müssen quasi dafür sorgen, dass sie es nicht verpassen, wenn Rogue den Baron startet, dass sie den einfach for free kriegen. Ah, Versuch hier von Bender. Aber man sieht, also der Kampf um die Vision, wie offensiv hier Rogue jetzt die Vision verschieben kann im Endeffekt. Einfach diese Topside-Pressure aufbauen kann. Ja, wir sehen so 1-2 Spots, sehr schön abgedeckt von Origin hier, wo halt der Sweeper nicht genutzt wird. Das sind so diese Spots, die man verwenden kann, wenn man weiß, man kann sowieso die Vision eher weniger aufstellen und vor allen Dingen nicht halten. Dieses Ward hier an den Raptoren, das ist sehr, sehr viel wert.
Ja. Der hat schon so einiges aufgedeckt, wie wir eben jetzt sehen. Neuer Versuch jetzt wieder, die Oracles. Einfach genau aus diesem Grund, ja, mit Ash dann nochmal, werden sie immer mal wieder reinschauen können. Jetzt allerdings der Anker drauf, die Ultimate auch, Upset gefressen, Gragas Ultimate defensiv, Inspired schon verdammt low. Alfari kommt über die Flanke und kommt, wenn er da noch raus, zusammen mit Hans Sama. Die sind gerade gesplittet. Hans Sama, du bist alleine. Er hat noch Flash, aber da fehlt jetzt auch die Vision von Origin. Sehr schön gestartet von Rogue, sehr schöner Versuch. Man hat auch am Anfang gesehen, sie haben die Hälfte der HP von Trundle investiert in das Play. Leider ist dabei nicht viel rumgekommen. Und hier muss ich auch wieder sagen, Origin ist erst All-In, wenn sie die Gangplank-Ult benutzt haben. Ja. Vorher ist das Ganze auch nicht successful von Rogue-Seite. Ja, man muss sagen, das ist jetzt hier 4 Kills nach 25 Minuten. Ganz andere Liga als die Spiele, die wir zuvor gesehen haben. Nochmal ganz, ganz anderes Niveau. Wenig Kills, viel Makro-Play, man könnte sagen Kluftschach, was hier gespielt wird. Ja. Beide Teams verschieben sehr, sehr gut. Rogue jetzt dran am Drachen. Ja, nach dem Reset sind sie logischerweise einfach schneller da und bekommen diesen dritten Drachen. Das ist auch noch okay, ja, einen dritten Drachen abzugeben für Origin. Kann man machen, beim vierten wird's eklig. Da sollten sie definitiv fighten, aber bis dahin haben wir noch 5 Minuten. Sie sollten jetzt halt daran arbeiten, dass sie den dritten Item Power Spike auf Ash kriegen. Das heißt, alle Ressourcen möglich funneln auf sie. Wir sehen das gerade, sie hat die Raptoren genommen. Ab jetzt wird es auch Xerxes Aufgabe sein, eher XP zu soaken. Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, aber so nennt man das in der Pro-Szene. Jeweils da ist der Operatus Modi. Ja, Englisch. Also. Der wird einfach nur auf der Midlane sein oder auf der Toplane Garden XP nehmen und dann zusammen dafür sorgen, dass sie die Wave annehmen können. Weil jetzt gerade Rogue wird am Drücker sein und wird auch jeweils immer Erster sein auf der Map. Ja. Ja, man könnte natürlich sagen, er bekommt die Solo-XP. Da haben wir nur ein bisschen Englisch noch drin, aber ja. Endeffekt ist natürlich eben klar, es geht darum, auch diese Erfahrung einfach mitzunehmen, um Level zu steigern. Finn gerade auf der Bot-Side, so weit, so gut. Ja, er hat das TP, also muss er auf der gegenüberliegenden Seite vom Objective spielen, was in dem Fall der Nash ist. Wir sehen hier gerade einen großen Fehler von Origin. Die haben sich komplett auf die Top-Side begeben. Ash jeweils auch von der Midlane wegbegeben. Das heißt, sie haben hier gerade eine Öffnung auf Bot-Side und werden auch den Bot-Turret for free kriegen. Und das ist halt diese Pressure-Verlagerung auf der Map, was Mori gerade angesprochen hat. Das ist wie Schach gerade. Sie spielen das wirklich auf sehr großem Niveau. Sie haben es angefaked, quasi den Baron zu starten, haben sich aber auf der unteren Map aufgehalten. Ja, und da hätte dann höchstens einfach mit der Ultimate nochmal schnell die Wave clearen können, aber dann fehlt dir diese Ultimate. Du hast angesprochen, sind erst all-in, wenn sie die Ultimate von Gangplank nutzen. Die ist jetzt einfach auch zu wichtig, solange der Nash up ist, um sie nur für den Tier 2-Turm, der eh schon fast down war, zu nutzen. Also sehr routiniert, wie Rogue das spielt. Die werden einfach warten, bis Syndra jetzt auch Rabadons hat auf dem nächsten Base. Wir haben 3 Items auf Larsen. Das heißt, die Teamfights werden super easy sein für Rogue. Die werden einfach Front-to-Back spielen wollen. Doppelt Rabadons Power Spike jetzt. Ja. Das wird wehtun. So, Inspired. Ja, wir sehen gerade nochmal das Replay hier, was dazu führte. Freut sich ja jeder Coach, muss ich sagen, bei so viel Makro-Game. Ja, also das hier ist wirklich ein sehr gutes Wort, was man reviewen kann als Team, um mal zu schauen, wie wichtig Vision Early ist, um einen Spieler rauszunehmen. Nukeduck wurde komplett denied Early, nur über Vision und Pressure. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Ja, und ich meine, das ist eines der killärmsten Spiele hier und trotzdem sieht man hier wirklich viel Action, allerdings mehr aus makroperspektivischer Sicht. Also da müsste man halt auf der unteren rechten Seite. Unten rechts das Spiel beobachten. Genau. Das ist das Ding, ja. Also hier passiert weniger in der Mitte des Bildschirms, sondern hier spielt sich wirklich alles unten rechts ab auf der Minimap. Erst dann nimmt man es wirklich wahr. Larsen gerade nochmal die Wave eben rausgepusht. Finn bewegt sich auch nach unten. Damit ist man in so einem Semi-1-3-1. Man sieht das jetzt gerade ganz schön auf der Minimap. Rogue versucht natürlich alle 3 Lanes hier zu bespielen, während Origin gegroupt für den Catch geht. Der Flash nicht ganz optimal in den Arrow rein, aber damit natürlich Distanz hier aufgebaut. Gangplank Ultimate Hans Sama. Und da kommt der Shutdown. Wenn da auch nochmal abgeholt. Also da hätte er zur Seite flashen müssen. Und das kostet natürlich, was nicht passieren darf in so einem Split, ist, dass deine Mitte dann hier einbricht. Die muss sicher sein. Normalerweise natürlich kein Ding.
Aber jetzt sofort der Call von Origin Richtung Nash. Super, da war diese eine Öffnung von Rogue. Die jetzt von Finn. Sie wollen natürlich den Nash nicht so nur weiß aufgeben. Haben noch mal. Sie, Wukong geht da richtig gut rein mit der Ultimate. Was kann Last machen? Ein Unterzahlfight hier von Rogue mit dem Nash wohlgemerkt. Und jetzt nochmal das Ultimate-Play von Larsen. Zu viel an der Stelle. Da war eigentlich schon der Nash clear. Und dann geht er nochmal rein. Das war ja, dieses eine zu viel von ihm. Da war der Damage nicht da. Schade eigentlich, denn Finn hat wirklich sehr schönen Flank gefunden, sehr schöner TP. An Inspired höchstens auf den Steal versuchen zu gehen. Ja, wird er nicht schaffen. Nuketech wird ihn blocken. Nächster TP. Oh, die committen aber jetzt hart. Weil man sieht halt, da ist nicht so viel DPS. Hans Sama, nochmal Control Ward rein. Hans Sama. Und der hat den Nash. Unglaublich. Das darf doch nicht wahr sein. Kriegt sogar noch den Shutdown auf Xerxe. Und tradet hier 1-1 mit dem Nash. Also ich glaube, das hat sich richtig gelohnt für ihn. Fehler sofort wieder gut gemacht. Ja, sprachlos. Das darf einfach nicht passieren an dieser Stelle. Es war fragwürdig, was da der Nuketech gemacht hat. Er müsste eigentlich blocken. Er müsste sofort nach vorne gehen. Zünder blocken. Sie darf da nicht rangehen. Sie darf da auf keinen Fall in der Nähe vom Baron kommen. Und den Baron auch noch stehlen. Ja. Darf nicht sein. Jetzt ist der Drache da. Jetzt gibt's natürlich, jetzt wird's hektisch hier gerade. Lange Zeit ruhiges Spiel, jetzt der Drache, den kann Rogue aber auch abgeben, ja, zugunsten des Tempos, weil ja, dann hat Origin halt ihren ersten Cloud Drake, alles fein. Hier sehen wir aber erstmal, wie es passiert ist und es fängt eigentlich damit an, dass Hans Sama den Arrow falsch flasht. Sehr schöner Pick an der Stelle, sehr schönes Play von Origin, so wie du gerade gesagt hast, war ein Mechanical Mistake von Hans Sama, Hans ja. Sama, sorry, genau, also sehr schönes Play hier, aber im nächsten Verlauf, schauen wir doch einfach mal auf Nuketech. Schauen wir doch mal auf sein Positioning. Er macht es am Anfang gut, blockt den Trundle, aber er darf, also unter keinen Umständen darf Sünder in die Nähe da gehen. Er muss nach oben gehen, er wusste doch, dass er da ist. Das darf nicht passieren. Das kann nicht sein. War es einfach nur mit dem Q gerade? Na also, er hat ihn ja vorher bereits gesehen, der TP war nicht sichtbar. Aber er darf nicht mit dem Ball den extra Damage machen auf den Baron. Das ist nicht seine Aufgabe gewesen. Ja, und damit hat Rogue jetzt tatsächlich den Nash doch bekommen. Über Umwege, muss man sagen. Ja, aber im Endeffekt, sie haben den Nash. Ja, auch Larsen vorhin in den Fight. Also sehr, sehr stark, bis er dann gesagt hat, oh ja, jetzt töte ich sie alle. Und dann ein bisschen zu viel wollte. Auch da wäre er nicht reingegangen und hätte da den Shurima Shuffle geforst. Hätte ja. Er vielleicht nochmal mehr Damage machen können. Was aber noch viel wichtiger ist, wenn er überlebt, denied er halt den Baron Attempt von Origin. Ja, ich meine, im Endeffekt ist jetzt gut ausgegangen, weil sie einen Steal konnten. Aber das kannst du ja nicht einkalkulieren. Jetzt nochmal die Ultimate Finn geht darauf gegen Alfari. Der ist schon gut tanky. Jetzt nochmal der Arrow. Und das war Finn an der Stelle, der nicht ganz so großen Anteil hat in diesem Spiel. Da ist der Sterax da. Der GP ist verdammt tanky. Auch mit der Frucht nochmal wird man nicht viel forcen können. Haben wir auch früher am Abend schon mal gesehen, dass da ein Play denied wurde. Ja, also aber auch da, dieser Versuch dann, der Engager eingeleitet von Rogue, verlieren jetzt dadurch Tempo. Ja, darf halt nicht sein. Also wenn man den Baron hat, man will eigentlich routiniert runterspielen. Wir sehen jetzt gerade, sie verfallen so ein bisschen in diesen State, wo sie Plays forcen, die wirklich nicht gemacht werden müssen. Sie müssen das Spiel wieder stabilisieren, müssen sich gegenseitig wieder sagen, hey, ruhig spielen, wir sind diejenigen, die gut scalen, wir brauchen das nicht. Ja, mal schauen. Baron Buff jetzt ausgelaufen. Also so viel hat man da nicht bekommen. Lediglich ein Turm. Oder, ja, zwei, glaube ich, ne? Die also beide Tier 2 Türme auf den Sidelanes. Ja. In Midlane hatten sie ja schon. Man hätte durchaus mehr holen können. Ja, ein Inip-Turm wäre eigentlich das gewesen, was man hätte haben wollen. Aber jetzt sind 2,5 Minuten die Chance über die Soul. Für einen Wukong ist das natürlich eine lecker Soul, auch für einen Nautilus. Ja. Und im nächsten Schritt wollen wir natürlich sehen, Origin will im nächsten Schritt Midlane fokussen. Das heißt, sie wollen die Midlane-Prio kriegen und dann für einen Pick gehen. Am besten wäre es, wenn sie Larsen bekommen würden, denn der ist jetzt gerade der wichtigste Mann bei Rogue. Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also der wird wichtigster Mann bleiben. Man sieht es ja, er kriegt ja auch die ganzen Ressourcen. 400 CS kommen nicht daher, dass du einfach nur deine Lane farmst, sondern auch, dass die anderen Lanes, insbesondere Finn, zurückstecken müssen. Also es wäre sicherlich ein nächster guter Schritt für Destiny, wenn er sich hier
die Quicksilber-Schärpe holen würde. Um dann halt einfach nicht immer dazustehen und... Ja, jetzt nochmal der Arrow auf Wender, flasht, damit raus aus der Gargas-Ultimate. Er hat zwei Ultimates bekommen, dafür einen Flash genutzt, ist okay. Sehr schön gemacht von Origin. Schön, dass ihr auch den Ball auf Absicht... Jetzt, und Wender mit dem Anker, jetzt die Rache, Nuke-Duck bekommen, Finn jetzt hinten, oh, das ist ganz stark. Rogue nutzt hier wirklich gut die Flanke aus, Gangplank-Ultimate, ja, und damit Nuke-Duck hier abgeholt. TP jetzt sofort auf die Top-Lane für Tempo. Ja, wir haben 45 Sekunden Death-Timer. Das heißt, die werden hier versuchen, für beide Turrets zu gehen. Auf der Top- und auf der Mid-Lane. Wollen wir mal schauen, dass sie das Ganze routiniert angehen und nicht zu viel wollen. Sie müssen danach resetten. Also, sie dürfen nicht versuchen, hier noch für mehr zu gehen. Oh, Upset. Schön. Schöner Trundle-Pillar an der Stelle. Der Flash war wichtig. Ja, überlebt dadurch auch. Jetzt aber... Der erste in dem Turm schon bekommen. Man soll sie noch weg. Gleiches Destiny da. Nächster Turm bekommen. Inip wird es auch nochmal geben. Und den wollen sie auch nochmal. Den können sie auch holen. Das wird kein Problem sein. Aber sie müssen danach sofort basen und wieder auf die Map. Der nächste Drake wird unglaublich wichtig sein. Und auch Baron will man nicht abgeben. Wir haben hier einen Tumpkench. Das heißt, er könnte theoretisch jemanden per Taxi in den Baron Pit holen. Ja, und Arrow hat man auch. Also durchaus Gefahr. Aber der Azir-Turm rettet hier schon einiges. Abgebrochen, inspired, aufgepasst. Sehr gut. Aber dann der Pillar. Oh, der Rest ist auch noch da. Yo, jetzt der Catch, die sind gar nicht resettet, aber... Das ist einfach Origin, passt auf. Das ist wirklich ein großer Time-Waste, denn jetzt kriegen die einfach auf der anderen Seite den Drake. Also an der Stelle, das war ein kleiner Bait. Obwohl sie resetten überhaupt nicht und holen sich einfach den Baron im Abschluss. Das ist ja auch krass. Ja, versuchen da natürlich jetzt den Umstand auszunutzen, dass Upset gerade am Drachen ist. Der AD Carry müssen ja aber zurück. Also, wir haben einiges an Gold in der Tasche. Also fragwürdig jetzt gerade, hätten sie einfach resettet, wären sie zuerst auf der Map gewesen und hätten eventuell den Drake contesten können. Ja, vor allem ärgerlich, dass du halt so ein Objective abgibst, obwohl du dem Gegner gerade zwei Inips abgeluchst hast. Also, wenn du das einfach sauber spielst, dann hat der Gegner kaum eine Möglichkeit, für das Objective zu gehen. Also, es sind halt einfach gerade die Nerven von Rogue, die so ein bisschen flattern. Ich hoffe, sie kriegen das jetzt wieder in den Griff und werden dann die Map routiniert runterspielen, denn sie sind gerade in der optimalen Position, um das Game zu nehmen. Origin-Fans hoffen an der Stelle das Gegenteil. Aber letzten Endes... Für mich zählt nur gutes League of Legends. Das stimmt. Finde ich Rogue wirklich enorm starkes Vision-Game, enorm starkes Pressure-Game auch. Gebe ich dir recht, aber wie wir sehen, die Messe hier ist noch nicht gelesen. Da ist noch für beide Teams einiges drin. Vor allem, weil sich dann nach einer wirklich sehr lange starken Phase kleinere Fehler mittlerweile eingeschlichen haben. Rogue versucht natürlich jetzt mit dem Vorteil der Blue Side zu spielen, dass sie hier einfachen Zugang zum Pit haben. Also das Game wird jetzt auch weiterhin so weiterlaufen, dass Midlane wird gepusht werden. Man wird im River oder man wird auf der Topside im Jungle Vision aufbauen, die Nine wollen und dann zu zweit den Baron zu starten, um dann halt zu turnen. Wir sehen, einer muss jeweils immer die Toplane annehmen und dann dafür sorgen, dass die nicht in die Base geht. Entsteht hier... Oh, Larsen aber auch. Shockwave kann sich da aber rausziehen, damit ist die Shockwave schon mal raus. Und das nutzt man jetzt sofort, um hier was zu forcen. Finn jetzt von der Flanke direkt dran. Nuke-Duck weggenuked durch Hansama mit der Ultimate. Und damit Rogue in der Überzahl. Und das war wirklich ein sehr schönes routiniertes Play hier. Sie wollten gar nicht mehr. Sie wollten nur für den Flash gehen. Dann haben sie gesehen, Nuke-Duck ist out of position. Und er ist nach vorne geflasht. Hansama, wunderbar gemacht. Hat ihn sofort gekillt. Und dann sind sie auch wieder zurück, nachdem sie die Gangplank-Ult bekommen haben. Und jetzt kontrollieren einfach den Baron, kriegen den auch, werden dann resetten und dann das Game auch beenden über die Botlane. Ja, sehr schön auch, wie man hier jetzt nochmal zoned, einfach um sicher zu gehen, dass es kein 50-50 wird. Und ja, Finn, ganz, ganz wichtig die Position hier. Man sieht Nuke-Duck. Aber das ist auch unglücklich. Also normalerweise, wenn Destiny hier ein bisschen wartet, obwohl er muss ja die Barrier quasi rausholen. Obszöner Damage da. Ja gut, ne? Ich meine, Syndra mit Voidstuff und Rabadons. Ja, da machst du auch mit Banshees nicht mehr viel. Ja, da geht das Licht halt aus. Und jetzt
Also wir hätten noch eine Chance, wenn Upset einen wirklich guten Arrow trifft und dann sofort die Ult kommt von Gragas. Ich habe noch keine gute Ash den ganzen Tag heute noch nicht gesehen. Nee. Auch keinen wirklich guten Arrow. Also der in der Midlane gegen Bender vorhin, gegen Hans Sama vorhin war fein. War aber auch mehr ein Fehler von Hans Sama als gut von Upset. Ja. Und jetzt haben wir die schöne Situation, wir sehen es hier, Finn, einzige Aufgabe, er muss die Midwave buffen. Muss gar nicht weiter nach vorne laufen. Sorgt einfach dafür, dass sie da in dem Gesicht von Alfari drin ist. Hier unten, da werden wir schauen, dass sie immer schön in Waves den Damage holen. Eventuell wird Nukedag seine Ult für die Wave benutzen. Ja, man sieht auch, wie stark so ein Azir in der Belagerung ist. Weil, um sowas zu brechen, manchmal sieht man TP-Plays, gerade mit dem Tankensch von hinten, ist aber schwer möglich durch den Azir-Turm. Jetzt erstmal Xerxe, die Shockwave sitzt überhaupt nicht. Damit fehlt hier wichtigstes Tool. Hat Nukedag schon wieder gestunt. Der Turm ist down. Hans Sama dadurch weit vorne, zont ihn weg. Und da sind die Minions sogar schon am Nexus-Turm. Da muss sich jetzt jemand lösen. Also hier mehrfache Missplays. Wir haben die Ult gesehen von Wender, die ist einfach auf das Schild gegangen von Nukedag. Absolut Desaster, was da passiert ist. Dann die Shockwave auch nochmal ins Leere, aber schön geflasht von Wender. Oh, Larsen Bock. Alfari muss hier den Eisberg flashen. Also Upset hat auch keinen Mana, gar nichts mehr. Oh. Ja, die Sindrastunts, die sitzen wirklich bisher. Hat denen so das ein oder andere Objective gerade gebracht. So, und jetzt in 40 Sekunden wäre das dann die Soul für Rogue. Die müssen vorher nochmal resetten. Ja, aber ich meine, sie haben jetzt alle drei Inhibs bekommen, der mittlere allerdings wieder aufgebaut und der Top-Lane. Also, ja, sie wollen mehr. Ja, sie wollen jetzt alle Inhibs bekommen, einfach um Origin hier in der Base festzutackern. Der Arrow fliegt mal wieder komplett nach Botswana Süd. Hat einen langen Weg vor sich. Ja, ich denke, da werden wir den auch wiedersehen, den Arrow und den Ash-Pick eventuell. Das war dann auch das letzte Mal, dass wir den gesehen haben. Der hat sich bis jetzt noch überhaupt nicht ausgezahlt. Ja, Finn bufft hier auch nochmal die Topwave. Man hat ja auch einen Ash-Buff noch. Das nutzt man auch aus. Midlane-Nip ist down. Upset geankert worden. Jetzt nochmal die Nautilus-Ultimate, aber von hinten kommt keiner ran. Finn währenddessen mit Alfari beschäftigt. Jetzt kommt Xerxe mit dazu. Alfari überlebt das sogar und bekommt hier Finn, der zu viel will und auch seinen Flash dafür nutzt. Das war auch wieder ein Play, was sie nicht hätten forcen sollen. Denn eigentlich hätten sie da mit beiden Inhibs oder mit einem Inhib zufrieden sein sollen, zurückgehen sollen, den Drake auf den Reset nehmen und dann halt wieder zurück auf die Map. Das war einfach wieder unnötig von Rogue-Seiten. Ich denke hier, sie wollten einfach wieder ein bisschen die Limits austesten. Ja, gerade Finn ist da schon fünfmal an sein Limit gestoßen. An der Stelle Drache jetzt bekommen. Damit die Soul für sie. Aber ich denke nicht, dass wir hier nochmal den Elder sehen werden. Nee. Es könnte sein, dass wenn sie jetzt ein schönes Play forcen, also am besten halt sie würden Deathbrushen oder selber noch Deathballen, sie versuchen in einem Busch zu warten, bis jemand facecheckt, Arrow kommt drauf, jeweils von Gragas die Ultimate, damit sie einen nochmal catchen. Das wäre eine Option, die sie noch hätten, aber ist halt sehr schwer, temporär, bedingt dadurch, dass sie halt beide in dem Down haben. Sehr leicht zu lesen in dieser Situation von Rogue, also und wenn überhaupt, machen sie es sehr gut. Ich sehe jeweils immer Vender oder Inspired Face checken, das heißt, man würde da maximal einen Trundle rauskriegen. Ja, ergibt ja auch Sinn, dass die ja so zusammen, da ist jetzt der Arrow, aber ja, das war der Arrow. Ja, das war das Beste jetzt, aber Hans Sama, Exhausted, die Ultimate, oh, das sind so wichtige Ultimates, aber da fehlt nach hinten raus auch einfach der Damage, das sind hier die verzweifelten Versuche von Origin. Ja, man muss dazu sagen, unglaublich gut von Destiny, sofort in dem Moment gegessen und komplett die Ulti Knight. Also da sieht man die Stärke von Damkench. Sie könnten jetzt eigentlich gucken, sie haben nur leider keine Gangplank-Ultimate. Ja, jetzt der dritte in Down. Das wollen sie es natürlich belagern. So ein Azir ist einfach so viel Gold wert an der Stelle. Und mit drei Cloud-Tracks ist jetzt auch die Syndra-Ultimate gleich wieder ab. Der große Vorteil, den sie haben. Shockwave noch nicht ganz wieder gleich, aber wieder jetzt der Anker. Nochmal gegen Xerxe. Syndra-Ultimate auch raus. Flashes links und rechts. Nukedag bringt den Ball in Position, hat die Shockwave wieder. Und jetzt nochmal der Anker hier auf Destiny, aber die Shockwave. Aber Lars überlebt das. Der ist hinten noch am Start. Gragas-Ultimate. Flash von Nukedag. Wow, man sah mal kaum noch Mana, aber der erste Nexus-Turm ist down und man zieht sich hier diesmal rechtzeitig zurück. Wow, und wir haben hier gerade eine Menge Plays gesehen, also es war wirklich super schön gespielt. Es hat damit angefangen, dass Sunder einen Top-Stun gelandet hat auf zwei Leute. Danach der Pillar wieder gelandet. Wir haben eine Menge Flashes gesehen auf der Seite von Origin.
Das heißt, der nächste Teamfight, der wird fast schon garantiert gewonnen sein von Rogue. Ich fand aber die Aggression hier von beiden Teams sehr stark, sehr gut. Ja, nur der Unterschied natürlich, dass Rogue hier aktuell alle Trümpfe in der Hand hat. Ja, gleich spawnt jetzt der Nash. Origin weiß das, sie haben aber 3 offene Inhibs, also sie müssen gerade die Waves rauspushen. Aber ich meine, wenn jetzt Rogue den Nash bekommt, dann pushen die einfach durch und das ist das Game. Aber ne, Rogue muss den Nash jetzt gar nicht nehmen, weil die Waves pushen. Aber sie können jeweils auch einfach warten und die Zeit dann spielen. Sie brauchen gar nichts. Einfach die Vasallen pushen lassen, bis jemand zurück muss. Und das Schöne ist, Larsen kann ja auch über die Wand attackieren. So, und wo fliegt der hin, der Pfeil? Nach Botswana Nord. Wisse, damit die auch mal einen haben. In dem Sinne, ja, ne, Azir kann über die Wand attackieren, jetzt Hansama nicht down, aber dann kommt Finn rein, Larsen bekommt Xerxe, damit ist der Jungler down. Destiny rettet hier gerade nochmal ein bisschen was, aber ja, das ist sogar nochmal der Nash, einfach nur ja, im Vorbeigehen, kann man sagen, TP-Plays jetzt sogar für diesen letzten Turm. Ja, und es wäre halt sehr schön gewesen, wenn an dieser Situation Nuke Duck beteiligt gewesen wäre und seine Shockwave gelandet hätte, denn die waren da alle in einem Choke zugegen, er hätte bestimmt eine gute Shockwave landen können. Ja, er muss ja leider die Midlane annehmen. Also FR ist down. Wieder Rogue die Map super ausgespielt. Ja, und damit jetzt Überzahlsituation 3 gegen 5. Ja, und den Inne braucht man gar nicht mehr. Ja, höchstens nochmal für die Statistik. Jetzt kommt eine Shockwave, aber das ist ein Püffkin als alles andere. Nexus ist down und damit Rogue in einem 10-Spiel stellenweise taktisch sehr stark und am Ende ein bisschen Hektik mit drin. Schön routiniert, hin und wieder diese Mistakes, diese Fehler, die nicht hätten sein müssen. Ich denke, da waren Nerven mit dem Spiel. Auch sicherlich wollten sie sich nochmal austesten. Man sieht ja, sie haben auch Spaß. Also kann vorkommen, muss aber nicht. Ja, definitiv. Aber also ja, man merkt, zum Top-Team fehlt ein bisschen vielleicht noch was. Da muss der Kopf dann ne, die ganze Halbzeit über cool sein und nicht nur eine. Aber in dem Fall, ja, das bessere Team verdient gewonnen und etwas genauer gibt es die Analyse für euch nach einer kurzen Pause natürlich und dann später auch noch das letzte Game für heute.